Hallo, ich drehe jetzt gleich einen großen Becher. Dafür habe ich mein Wettsystem schon vorbereitet. Das sind einfach Fliesen, die ich hier reinstecke. Und dann kann ich das nachher mit die Fliese mit dem Becher abnehmen und brauche keine Sorge zu haben, dass sich irgendwas verformt. Ich habe hier einen ordentlichen Klumpenton. Setze ich erstmal schön in die Mitte. Ich hoffe, man kann gut gucken. So, ich muss mal ab und zu so ein bisschen schauen, dass ihr auch sehen könnt, was ich hier mache. Entschuldigung. So. Okay. Als erstes drücke ich den Ton erstmal ein bisschen auf die Scheibe, damit er auch fest sitzt. Ich habe hier einen Schwamm in der Hand, da kann ich immer so ein bisschen Wasser noch nachdrücken, während ich drehe. Der Ton ist nicht so trocken und klebt mir fest. So, am Ende des Zentrierens mache ich mir hier mal so eine kleine Rille, dass es hier so ein bisschen nach innen geht. Da lässt sich nachher der Ton dann schön hochziehen. So. So ist es schön zentriert. Breche ich ihn auf. Wie immer teste ich erstmal, ob der Boden, wie dick der Boden ist hier in der Mitte. Dazu stecke ich einfach die Nadel hier rein, bis auf den Boden. Halte meinen Finger hier ans Ende. Ein guter Zentimeter, das ist wunderbar. Ich möchte gerne den Boden trimmen noch und dann ist es gut, wenn es nicht zu dünn wird unten, weil er ja noch ein bisschen was weggenommen wird. Ziehe ich den Boden ein bisschen auf. Mache dabei so eine schöne Kurve, dass es also nicht so ein eckiger Rand wird, sondern der Becher, der soll ein bisschen bauchig rund werden, dann muss es innen auch eine bauchige Form sein. Und damit kann ich das hier innen, die hat auch so eine schöne Form, das innen schön versäubern und gleichzeitig verdichten. Ich drücke also immer so ganz leicht noch nach innen, nach unten. Jetzt gehe ich mit meinem Schwamm hier unten rein und hole mir erstmal so ein bisschen Ton und ziehe den langsam nach oben hoch.
Jetzt merke ich, dass hier innen, seht ihr das, meine Hand ist hier ganz, mein Finger ist ganz trocken. Da ist zu wenig Feuchtigkeit. Wenn ich jetzt ziehen würde, würde ich ihn kaputt machen. Das heißt, ich mache noch ein bisschen Feuchtigkeit und dann mache ich es weiter. Und oben den Rand ein bisschen verdichten. Wenn es da keine Spannung gibt, sonst reißt einem unter Umständen hier oben der Rand ein. Zwischendurch hole ich immer wieder das Wasser innen drin, was hier unten drin steht, raus. Das würde den Ton schwächen, wenn da jetzt immer Wasser drin stehen würde. So ein bisschen frisches Wasser. Ich greife mir hier den Ton unten so ein bisschen hin und innen bin ich ja auf dieser Höhe. Ungefähr. Also ich bin mit dem äußeren Finger tiefer als mit dem inneren. Ich drücke ein kleines bisschen außen, nach außen von innen und mit dem äußeren Finger drücke ich das wieder nach innen. Und dann kommt das Ganze, wenn ich dann meine Hand langsam nach oben bewege, dann bewegt sich der Ton mit nach oben. Und hier oben kommen die Finger wieder zusammen. Und wieder die Kante. Ich habe zwischen den beiden Fingern hier und da lasse ich den Ton laufen und drücke einfach hier ein bisschen drauf. Ganz sanft nur. Ich will den Becher oben ein bisschen schmaler haben. Darum drücke ich ihn jetzt hier mit den Händen vorsichtig ein bisschen nach oben und zusammen. Kommt der dritte Zug. Und wieder den Rand stabilisieren. So. Dabei nehme ich jetzt erstmal eine Metallschiene. Und werde erstmal das ein bisschen glätten hier von den Ringen, die es beim Ziehen, beim Ziehen macht, abnehmen und die ganze Feuchtigkeit, die da drauf sitzt, der Tonschlicker, der Feuchte. Und innen drücke ich ganz leicht gegen die Schiene. Ich habe hier ein Holzmesser. Damit werde ich jetzt erstmal den Boden ein bisschen abschneiden. Der ist mir ein bisschen zu dick. Riesendicke Tonwulst hier. Diesen Ton hier, den lasse ich ein bisschen liegen und kann den dann nehmen für den Henkel. Und jetzt werde ich das ein bisschen aus. Aber feuchte Hände, eine feuchte Oberfläche. Ich ziehe das vorsichtig zu und nach oben. Jawohl.
Jetzt kann ich die Form ein bisschen ausarbeiten noch mit dem, mit der Schiene. Jetzt kommt noch ein kleines, das ist ein Stückchen Fensterleder. Und das lege ich vorsichtig hier drüber und kann damit den Rand formen, dass er einmal schön rund ist und gleich auch noch so ein bisschen Stabilität bekommt. Und ich schaue immer, dass ich sowas nicht freihändig mache, sondern dass ich immer beide Hände irgendwie miteinander verbinde. Dann habe ich mehr Sicherheit in dem, was ich mache und muss dann nicht so freihändig rumhampeln und muss keine Sorge haben, dass mir das ausschlägt. Und wichtig ist, dass man Ruhe hat. Dass man es ganz in Ruhe macht und nicht zu schnell. Die Scheibe läuft jetzt auch nur noch sehr langsam. Kriegt sie nur einen ganz kleinen Minischwung nach außen. Jawohl. So, das war's schon. Jetzt gehe ich mit dem Nadeltool, mache ich mir eine Rille hier unten noch, damit sich das nachher schön lösen lässt. Lass das aber so hier drauf und gehe noch nicht mit meiner, mit dem Draht drüber und schneide es ab, sondern ich lasse es erstmal so, damit das nur schön sauber. Können wir die Platte hier rausnehmen. Und lass das erstmal so antrocknen, bis es lederhart ist. Und meistens lässt sich dieses dann einfach vorsichtig einfach abnehmen. Wenn das hier dann auch trocken ist, dann kann man das ganz gut so abnehmen. Und dann brauche ich keine Sorge haben, dass dieser Becher sich verzieht. Und der Fuß wird noch ein bisschen gedreht und natürlich bekommt er dann noch morgen einen Henkel. Das war's erstmal. Bis bald. Tschüss.